Wir kennen doch alle das Problem mit Actioncams, dass sie zu teuer sind, dass sie preis-leistungstechnisch nicht das bieten können, was zum Beispiel eine GoPro kann. Es wäre jetzt eventuell möglich, dass, wenn ihr dieses Video gerade hier seht, dass auf meinem Hauptkanal Angel auch ein Video online gekommen ist, also checkt einfach mal den angepinnten Kommentar ab. Außerdem habe ich jetzt ein Forum, worüber wir quatschen können. Einfach mal anmelden und austauschen. Ich habe neue Spielzeuge entdeckt. Und zwar Actionkameras. Ich habe mir auf YouTube schon das eine oder andere Actioncam-Review oder Vergleichsvideos angesehen, aber nie wirklich das Ding für mich gefunden, was preis-leistungstechnisch auch gut dabei ist. Und hier ist sie auch schon. Die CJ8. Bro, vorab, diese ganzen Sachen sind mit dabei. Natürlich ist auch die wasserfeste Case mit am Start. Oh Leute, bestes Gefühl. Natürlich habe ich hier schon mit meinen Pfoten drauf getatscht. Nice! Und vorab, die ganzen technischen Details, damit möchte ich euch jetzt nicht langweilen. Deswegen werden die jetzt einmal eingeblendet. Und für wen sich das lohnt, der kann gerne auf Pause drücken und sich die ganzen Sachen dann einmal reinziehen. Das ist das Gehäuse. Es ist weich. Es ist ziemlich weich. Hier oben finden wir den Aufnahme-Button. Man fühlt auf jeden Fall was. Also es gibt Feedback. Der Anknopf, den fühlt man sogar noch besser. Hier unten, mit ein bisschen Kraft, kann man auch schon den Akku rausholen. Ziemlich fett. 1200 mAh. Übrigens hier ganz versteckt den SD-Karteneingang. Was ich sehr gut finde, weil bei der Firefly ist das halt hier oben und hier ist das halt so. Vorne ist die Linse mit einer digitalen Anzeige, die euch Feedback gibt, ob ihr gerade aufnehmt oder nicht und ähnliches. Hier unten noch ein Mount, könnt ihr Sachen dran schrauben, das Ding auf ein Stativ draufschrauben. Hier an der Seite finden wir den Schnellladeeingang. Wirklich meine erste Actioncam mit Schnelllade. Das Ding lässt sich ganz entspannt einschalten. Und dauert auch nicht mal lange. Das Display ist wirklich sehr, sehr gut. Das Feedback ist auch sehr, sehr schnell. Man kann ganz entspannt sämtliche Einstellungen vornehmen. Was finden wir denn hier einmal? Natürlich das, was wir schon gefilmt haben, können wir uns einmal anschauen. Die Qualität, in der wir aufnehmen wollen, da zeige ich euch aber gleich noch ein paar Beispiele. 4K 60 FPS, einstellbar mit verschiedenen Frames. Unter Video können wir noch diverse Sachen einstellen. Hierunter finden wir ein paar Spielereien. Wie Weißabgleich, die Farbe, man kann einstellen, ob wir ein flaches Farbprofil haben wollen, was sich aber nicht wirklich von dem hier unterscheidet. Messmodus, Gyrosensor. Die Codierung können wir noch einstellen, es sei denn, wir haben 4K, dann leider nicht mehr. Verzerrungskorrektur, dann zoomt er ein bisschen ins Bild rein. Die Dateigröße kann man leider auf 4K nur bis 20 Minuten ballern. Dann die Qualität ändern, den ISO. Man kann hier zum Beispiel einstellen, dass die Kamera nur bis maximal 1600 ISO gehen soll. Audio, Zeitstempel, App-Vorschau, hier ist wirklich alles dabei. Unter den Einstellungen kann man noch, tja, diverse Einstellungen verändern. Wer hätte es gedacht? Wi-Fi, WLAN-Frequenz, das Format, automatische Abschaltung, die ich bei mir jetzt auf ausgestellt habe, Bildschirmschoner, akkusparend, Front-Display an. Das ist nämlich dieses hier, das uns auch gerade zeigt, dass wir uns hier im Menümodus befinden. Das Display, wir können hier wirklich extrem viele Sachen einstellen. Bis hin zu der aktuellen Version. Eine coole Funktion, man kann hier ins Bild reinzoomen und rauszoomen. What? Das geht ja voll nah. Hallo? Dann kann man auf jeden Fall genau sehen, ob man etwas scharf hat oder nicht. Dazu, wie gesagt, wird einem vorne angezeigt, in welchem Modus man gerade aufnimmt und wie lange. Selbst die Akkuzeit ist mit hier am Start. Die LEDs kann man natürlich alle noch aufstellen, um die maximale Energiespeicherung hier zu gewinnen. So, das ist jetzt mal ein kleiner 4K-Vergleich, während die SJ8 Pro 4K mit 60 Frames schafft und diese Tonqualität hat, hat die Firefly hier in 4K 30 FPS und diese Tonqualität. Insgesamt wirkt die SJ8 Pro realitätsnah, farbtreuer und hat sogar einen besseren Bildstabilisator als die Firefly eingebaut. Alles wirkt weicher und nicht so kantig, pixelig wie bei der Firefly. Und durch den anderen weitwinkligen Look wirkt das Ganze auch wie eine gute Actioncam und nicht wie vom Handy gefilmt. In der Full-HD-Aufnahme sieht man nochmal die krassen Unterschiede. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass der Bildstabilisator bei der Full-HD-Aufnahme
Aufnahme nicht so gut gewirkt hat wie bei der 4K. Ein mäßiger Bildstabilisator, der sich auch im Nachhinein korrigiert. Die Unterwasseraufnahme allerdings zeigt sich sehr, sehr gut. Die Farben kommen trotzdem gut zur Geltung und je mehr Licht, desto mehr Qualität kann man aus dem Ding rauskitzeln. Der Fokus liegt leider im mittleren Bereich, was die nahen Gegenstände sehr unscharf macht. Das Ganze sieht am Abend und in der Nacht gar nicht mal so gut aus. Man muss immer darauf achten, dass bestimmte Lichtverhältnisse stimmen, beziehungsweise dass Lichtquellen im Bild zu finden sind, da sonst starkes Eigenrauschen einfach der Hauptbestandteil des Bildes ist. Die Nachtaufnahmen gefallen mir trotzdem sogar noch besser als wie hier bei der Firefly. Bei dem Slow-Motion-Test habe ich allerdings leider mehr erwartet. Da muss ich mich an der Stelle nochmal bei Gearbest bedanken, von denen habe ich mir das gute Stück nämlich zukommen lassen. 250 Euro circa und ich glaube in China sogar noch ein bisschen günstiger. Das Ding ist natürlich auf meiner Seite und in der Beschreibung verlinkt. Was ist denn jetzt mein Fazit zu der Action Cam? Ich habe lange nach einer guten Touch... Ich wollte schon wieder E-Zigarette sagen. Ja moin. Action Cam gesucht und ich habe sie für mich gefunden. Leider ist der Hersteller extrem langsam, was die Entwicklung der Actionkameras angeht. Trotzdem auf jeden Fall kein schlechtes Ding. Für 250 Euro kann man das sich schon mal gut und gerne gönnen. Was mir jetzt noch dabei aufgefallen ist, dass das ab und zu mal gehackt hat. Beziehungsweise, dass sich das einfach im Menümodus komplett gefreezt hat und da musst du wirklich den Akku rausnehmen, damit das ganze Ding wieder funktioniert. Übrigens ist das Ding sogar mit einer App verbindbar, worüber man dann sehen kann, was man gerade aufnimmt. Ich bin aber kein Freund von, ich bin eher dieser Freund von Displays, die man am Handgelenk trägt, dass man auch wirklich so sehen kann, was man filmt. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal weggelassen. Im Allgemeinen ist diese Action Cam etwas für die Leute, die eine Spielerei für zwischendurch haben wollen. Mal sehen, ob es der Hersteller dann auch noch gebacken kriegt, die Sachen schneller rauszukloppen, weil die Konkurrenz ist groß auf dem Markt. Was ist denn jetzt meine Punkteverteilung? Ich gebe der SJ8 Pro eine 7 von 10. Gerade weil die Tonqualität extrem gut ist, wie man auch gehört hat. Ein Gimbal würde ich trotzdem noch vorziehen. Bäm! Heute ging es mal nicht um E-Zigaretten, aber nächste Woche kommt wieder was Schönes für euch. Was heißt nächste Woche? In 3 Tagen. Wenn du neu auf diesem Channel bist, dann fühl dich frei zu abonnieren und Glocke zu aktivieren. Dann verpasst du nichts mehr. Folg meinem Forum, da können wir uns gegenseitig austauschen über Probleme und ähnliches. Alles weitere, was ihr wissen müsst, ist um mich drum oder in der Beschreibung verlinkt. Dann bleibt mir noch zu sagen, haut rein, wisst ihr, was ich meine.